So, ich bin wieder da. Weiter geht's mit Final Fantasy X. Und wir gehen Richtung Gagazet. Und wollen hier so möglichst. Hier ging es irgendwo einen Aufgang. Commander Yuna! Commander Yuna! What is it this time? Da rechts ist eine Kiste. Schön gesehen. Hier oben ist eine Kiste, die ich will. Das ist gut. Komm schon. So. 20.000 Schilder. Das ist geil. Yuna. Rico hatte letztens ja irgendwie eine Waffe bekommen. Ich meine, das ist eine Flexklaue mit 4 Open Slots. Im Prinzip saugeil. Was ich aber eigentlich haben möchte, ist eine Rüstung für Rico. Triple Ekstase. Doppel AP, MP1. Dreigestirn? Okay. Ausweichkonter, bla bla bla. Ja, sind ganz geile Sachen, die man schon craften kann. Ich bin so ein bisschen am überlegen, ob ich nicht mit Riku und Schiss lernen möchte. Die Gräber kann man ansprechen, dann gibt es ein bisschen Story dazu. Gab hier mal Seba. Und danke. Ich mag diese Todesklaue, die ist so gut. Ist so praktisch, dass man das als allererstes bekommt. Sobald man ein bisschen gesammelt hat. Hören wir uns auch mal an, was sie zu diesen Gräbern sagen.
These mark the graves of summoners and guardians who failed. Ja. Kann man natürlich klauen. Das Albert-Medizin. Handgranaten. Und noch mehr Albert-Medizin. Also, Maschine klauen, ganz ehrlich, braucht man nicht. Machina. Trace bitte mal wieder hoch. Kimari, Rico, Ulo. Rico habe ich mal ganz gern bei, weil sie ist schnell und bei der kann ich ganz gut für Sachen klauen, die es hier mittlerweile gibt. Und sie hat einen Instant Kill, also. Davon habe ich jetzt aber erstmal schon genug und die Session mit ganz vielen Monsterfarmen muss ich noch nicht machen. Okay, ich weiß, es ist ein Hinterhalt, aber ich kann das Ding one-shotten, weil ich Durchschlag habe. Ich weiß nicht, ob ich das Ding treffe, aber naja. Rare Steel Panzergranate. Mega geil. Das ist die Doppelkraftsphäroiden-Kombo von Riku. Das kriegt man hier als normales Item raus. Als Rare Steel. Ich weiß gar nicht, warum hier oben so ein Aufgang ist. Aber macht ja auch nichts. Schon wieder ein Hinterhalt. Ich weiß nicht ganz genau, wie empfindlich das Ding ist gegen Tod, aber ja, ich dachte mir schon, dass das Ding immun ist. Was ist, wenn ich einfach mal Sub wieder mache? Haben wir schon mal eins? Nein! Oh, das Ding ist sehr anfällig dagegen. Muss ja mein Weißmagier wieder hochfangen. Ich weiß gar nicht, was der hat. Heilquelle? Lebensquelle. Sehr toll. Oh, Lebensquelle. Tolle Sache. Der ist jetzt im Konterzug-Status, aber man kann noch genug Schaden. Wichtig ist mir eigentlich eher... Oh, hier.
Oh, by the way, Jack and Oren send their regards. So far, our journey has been very entertaining. Of course, it is a hard journey, but I have no regrets. It is the path I have chosen. Yuna, you've grown. You will have to find your own path. Do what you must do the way you want to do it. Doors will always open themselves to those who do. Listen close, Yuna. Your future is yours to make. Live the way you want to. Whatever way that may be, you have your father's full support. Yuna, I will always be with you. Suppression für Oren. Perfekt. Sehr deep. Aber hat sich gelohnt. Ja, die sind ziemlich down. Mondring. Aber ich will Walker erstmal mit Trace tauschen. Dann kann ich weiter hoch. Soweit ich weiß, kommt glaube ich auch keine Art von Monster, die ich, also keine andere Art von Monster, bis zu einem gewissen Part erstmal. Ich glaube, ich habe alle eher. Soweit. Potzkraut und Bombe hatte ich auch schon. Was zur Hölle ist gerade passiert? Ich bin gerade sehr verwirrt gewesen, was da los war. Oh. Hä? Warte, was? Greetings, Lady Yuna. My name is Watt. We have met several times before, right? Not running today? Hmm. I have to carry on my brother's business. You've met him, I think. Owaka the 23rd. Merchant extraordinaire. Wait, you're that guy's brother? Hmm. My brother wanted to come help Lady Yuna. But the temple imprisoned him for helping traitors. They imprisoned him because of us? He doesn't regret it, though. In fact, he told me, before they took him, don't worry about me, just go help Lady Yuna. But why would your brother do this for us? Well, hey, this isn't the time for talking. There's dealing to be done. Welcome to Owakas. Ja, hier gibt es tolle Sachen. Das Ding ist zum Beispiel nicht schlecht. Verhindert, ich glaube, 90% aller Hinterhälte. Tolle Sache, Doppel, ja. Turbo-Kaktor ist ziemlich eine der besten Zauberwaffen, die man überhaupt gerade kriegt. Darauf könnte ich einen MP raufpacken und dann wäre Lulu saustark. Hat dann, glaube ich, plus 65% Zauberangriff im Vergleich zu plus 5 Zauberangriff. Wäre alles möglich. Das ist in Ordnung, das ist geil. Rot hast, ja. Zombie-Band, ja. Könnte ich mir jetzt alles holen? Will ich das? Nein. Ist mir zu teuer, ehrlich gesagt. He's doing the same for you, Lady Yuna. Thanks. Aber was ich nicht verstehe,
Normalerweise muss ich hier hoch. Glaube ich. Ich bin gerade voll verwirrt. Wegen diesem einen Bug. Gerade eben. Ich komme von hier unten. Bin hier hoch. Da war Worms. Oder soll ich mir doch den Turbo-Kaktor holen? Ich könnte. Wird es noch länger dauern, bis ich was mache, aber dann hätte Lulu, glaube ich, eine relativ starke Waffe für eine Zeit lang. Also ich habe sehr viel Geld. Das ist blöd. Das ist blöd. Das ist blöd. Das ist geil. Da könnte ich wirklich ein MP drauf machen. Dann würde alles 2 MP kosten. Das wäre echt stark. Wann brauche ich den Lulu nochmal? Die würde echt viel Schaden machen, glaube ich. Vater Morgana, Überlebensklaue ist Mist. Mist. Zombieschutz, ja, könnte ich machen, aber nee. Nee, irgendwie. Das ist echt. Eine Überlegung wert, ganz ehrlich. Turbo-Kaktor. Das ist so teuer. Das ist so teuer. Und ich würde das irgendwann auswechseln. Sogar ziemlich bald. Nein, das baue ich nicht. Ich nutze Lulu ja sowieso kaum noch, eigentlich. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und bis ich sie wieder nutze, hat sie sowieso schon eine bessere Waffe. Ja. Doch, ich glaube, diese Ladeswaffe kriege ich eher, als ich das Ding habe. Das würde jetzt höchstens 2 Bosse noch vielleicht erleichtern, aber sonst auch nichts mehr. Hierfür hätte ich so gerne die Null Monster Ability, ganz ehrlich. Müsste ich nicht die ganze Zeit flüchten, ne? Ich meine, ich will gar nicht wissen, wie viele Encounters hier hinter mich gebracht habe. Naja, Walker. Ich hoffe, du kriegst nochmal einen Angriffsheroiden. Leider nicht. Schade. Lulu. Hier würde sie. Oh, das dauert eigentlich nicht zu lange. Ja, ganz ehrlich, das brauche ich nicht. So ist fein. Brauche ich eigentlich kaum noch. Letzten Zeitsphyroiden habe ich verschwendet. Naja, für was anderes.
Das sind Reflex. Reflex ist nicht so doll, aber macht nichts. 10 Minuten, ja, egal. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Kampf gehen. Und ich werde ihn auch noch machen. Okay, Mari, Rico. Wobei, Rico mache ich glaube ich gar nicht mehr drin haben. Weil Walker bei mir ganz klar meistens Schaden macht und der nächste was ganz schön tough wird. Until we do, we really can't help Yuna. Let's go to Xanarkand. We'll find something there. It'll all come together. I know it. Hey. Hmm? Just now, you sounded like a leader, you know? Star of the Xanarkand Apes. Didn't anyone tell you? Aha! Son of Jack. Riku, run ahead and tell Auron. You are not fighting him alone! Just go, go! Now is your time to die. Prepare yourself, son of Jack. Not if I can help it! Save some for Kimari! Yuna, it is a pleasure. Yuna. Ascending so soon? Allow me to say something to the last Ronso before I leave. Yours was truly a gallant race. They threw themselves at me to bar my path. One after another. No. Kimari. You could end the suffering of this poor Ronso. I don't understand you. Allow Kimari to die and release him from his pain. Spira is a land of suffering and sorrow caught in a spiral of death. To destroy, to heal Spira. I will become Sin. Yes, with your help. Come with me, Yuna. Once I have become the next Sin, your father will be freed again. What do you know? Pitiful mortal. Your hope ends here! And your meaningless existence with it! Willkommen zu Seam of Flux. Für viele so ziemlich einer der stärksten Bosse im Game. Ja, das würde ich fast sogar sagen, stimme ich zu. Für mich ist es eher der zweitschwerste. Für mich ist es eher wichtig. Ja, Shell auf die Nase haben. Walker wird auf jeden Fall sehr viel Angriff brauchen.
Da können wir mit seinem Todeskombo. Oh, ich habe sogar noch ein paar Phoenix-Fehler gesehen. Andererseits, ja. Immer so. Kimari befindet sich jetzt im Zombie-Zustand. Das ist blöd. Aber was ich schon immer mal herausfinden wollte, ist, wenn ich... Nee, das wird mir zu gefährlich. Nee, schön will ich jetzt auch noch nicht, aber ich kann mal ansprechen machen. Do you not want to heal Spira's sorrow? Let death carry you off into peaceful slumber. Naja, genau. Also, ich glaube, wenn ich ihn ebenfalls Reflekt gebe, so. Ah. Nee, das hilft nicht mal gegen den Fleck. Okay, alle sind unsettet. Ich kann mir wieder Haskar geben. Michelle. For the Lulz. Aua, das tut weh. Tja. Und da sieht man mal, wie ich fail. Weil ich nicht drüber nachgedacht habe, dass er so eine Attacke kann. Hm. Kreuzling des Todes, das war... eher bescheuert. Ich probiere es gleich nochmal. Wir sehen uns in der nächsten Aufgabe. Herzlich willkommen zu meinem ersten Fail und ersten Tod. Ja, bis zur nächsten Aufnahme. Ciao, ciao.